Leute. Heute gibt es ein Drama Year von mir, der etwas andere Jahresrückblick. Ich kann jetzt zwar nicht so gut zeichnen, aber ich dachte mir, ich möchte euch so die besten Momente von diesem Jahr erzählen. Ich habe jetzt aber allerdings mehr so die besten Momente von YouTube zusammengefasst und nur die wichtigsten aus meinem Privatleben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem kleinen, etwas anderen Video. Im Januar durfte ich endlich die Freiwild-DVD in meinen Händen halten. Yay! Im Februar passierte gar nichts und es war einfach ein Loch, das alles Coole verschluckt hat, glaube ich, in meinem Leben. Im März dann passierte aber wieder was und zwar habe ich die 200 Abos auf YouTube erreicht. Oh mein Gott, ich habe mich so darüber gefreut. Außerdem passierte noch etwas Cooles und zwar hat Eva Imhoff mein Bild auf Instagram geliked und sie ist wirklich eine Coole. Im April, der bekanntlich macht, was er will, habe ich eine neue Wandfarbe in meinem Zimmer bekommen, die sehr blau ist, wie ihr immer in meinem Videohintergrund seht, nicht. Außerdem hat Erik Steffers mein Bild auf Instagram geliked. Das ist ein Schauspieler, der bei GZSZ mitspielt und einer meiner Lieblinge dort. Im Mai habe ich dann meine neue Arbeit angefangen und ich bin wirklich sehr glücklich damit und habe mich sehr gefreut darüber. Außerdem gab es diesen Fitgirl-Spinner-Trend, den ich auch mitgemacht habe und fand es dann gleich unnötig. Im Juni hat Danja vom Kanal Magic Sing eine Fan-Nummer rausgebracht und ich habe lange überlegt, ob ich sie anschreiben soll und habe es dann wirklich gemacht und eine Antwort bekommen. Da sie meine Lieblings-YouTuberin ist, war ich sehr erstaunt darüber und glücklich. Im Juli dann hat die liebe Julia Salschek mich gefragt auf Instagram, ob ich ihr neues Buch lesen will. Und ich habe natürlich ja gesagt, denn ich fand das erste schon voll cool. Im August dann passierte viel. Ich habe unter anderem auf fanfiction.de in einer schlaflosen Nacht angefangen, eine Fanfiction über GZSZ zu schreiben. Und die liebe Dina hat mir dann sofort ein Review geschrieben und seitdem sind wir Kommentarschreiberinnen. Außerdem habe ich noch 250 Abos erreicht auf YouTube und konnte es einfach nicht fassen. Dann hat mir auch noch der Verlag von dem Macht dieses Buch fertig Buch ein kostenloses Buch zugeschickt. Und ich war im 100.000 Abo Special von der lieben Tanja. Im September habe ich dann meinen Geburtstag gefeiert mit all meinen Freunden und Verwandten und Bekannten. Das war wirklich voll cool. Außerdem hat die liebe Julia mein Video auf Facebook geteilt. Yay! Außerdem gab es auf YouTube auch was Cooles. Und zwar wurde dieses Video hier mein meistgeklicktes Video von allen auf meinem Kanal. Wow. Im Oktober war es langweilig. Im November allerdings passierte was voll Tolles. Und zwar habe ich die 300 Abonnenten geknackt und konnte es anfangs gar nicht fassen, weil das so unglaublich schnell ging. Ganz viel Liebe an alle da draußen. Wuhu! Außerdem hat es bei uns zum ersten Mal geschneit und es war teilweise minus 17 Grad kalt. Im Dezember passierte gleich am Anfang etwas sehr Cooles. Unser neuer Hund Rex zog nämlich bei uns ein. Liebe ihn. Und passend dazu gibt es auch einen kleinen Vlog auf meinem Kanal. Außerdem 350 Abos. Krass. Und das war auch schon das Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr sehr gerne eine positive Bewertung da lassen. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos mit einem Abo unterstützen. Hier drüben verlinke ich euch auch noch zwei Videos. Und über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch immer sehr. Wir sehen uns dann nächsten Samstag mit meinen Top-Mangas von letztem Jahr. Und wir sehen uns. Ciao!